Logbucheintrag Logbuch Captain Kirkbeard, Eintrag Nummer 6, an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Reparaturen halten nach wie vor an. Wir haben einige Probleme mit unseren Treibstofftanks, die wir lösen müssen, bevor wir das Haupttriebwerk vollständig abschalten können. Wir hoffen, dass wir das so schnell wie möglich erledigt kriegen, ohne dass uns das ganze Schiff um die Ohren fliegt. In der Zwischenzeit ist unser Außenteam auf ziemlich heftigen Widerstand gestoßen. Wir hoffen, dass sie das Problem so bald wie möglich lösen können, ohne sich selber zu schwer zu gefährden. Ja, da bin ich wieder bei dieser hübschen Stelle hier mit den drei Spuckern. Ich weiß echt nicht, was ich gegen die machen kann. Außer mich in Steinform begeben, dann sind sie halb so wild. Oh, und die Viecher anlocken, die ihnen da netterweise mir helfen. Oh, jetzt haben sie mich gehört. So, schreien wir zweimal in Grund und Boden. Ah, das ist die Taktik also. Journal-Eintrag, Bestiarium, Sumpfkreaturen, Sumpfspringer. Dies ist die bizarrste Kreatur, die die Zwerge bis jetzt entdeckt haben. Abgesehen von der Tatsache, dass die Springer nur ein Körperteil, Limp, was ist Limp? Naja, einen Fuß haben, sind sie sehr agil. Ihre schnelle Reaktion hilft ihnen, Attacken auszuweichen. Die Mäuler an ihrem Kopf. Ne, nicht die Mäuler. Irgendwas an ihrem Kopf. Ich weiß nicht mehr, was heißt Quest nochmal? Quest ist nochmal, weil es ein Wappen oder ein Zeichen an ihrem Kopf zeigen, ob sie alarmiert sind. Wenn der Springer seinen Plumage auf Luft bedeutet, dass er hat eine Beute gefunden. Okay. Gut, ich will jetzt aber kein Risiko eingehen. Das heißt, es geht ganz vorsichtig zurück zu diesem Heilstein. Und der heilt mich bitte voll. So, und dann Quicksave. Wir haben es sogar noch geschafft, ohne die letzte Hülle zu verlieren. Also ja, einfach indem wir hier drüben die Worker alarmiert haben. Theoretisch hätten wir das noch einfacher haben können, indem wir uns vorher zurückgezogen hätten. So, 20 Energy. Und da müssen wir hier vorsichtig durch. Und das hier noch aufklären. There is some giant rootage ahead. I'll try to climb it and get out of here. Ja. Gut, hier sind wir überall einigermaßen gut durchgekommen. Ich gehe doch mal zur letzten Rude zurück. Ganz vorsichtig hier durch. Oh, nicht wieder da oben an der Explosion Schaden nehmen. Vorsichtig vor denen. Und hier wäre die Rune. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder genügend Zeug, um zu reparieren. Nein, hatte ich nicht, aber ich habe hochrepariert, soweit ich konnte. So, ich habe einen Dwarvenstone, den könnte ich ja genutzen. Ja, das ist Gold wert, wenn er in Smash Fist sei, in Fireform seine
Sachen schneller auflädt. Weil in Fireform kommt er ja ziemlich schnell. So, und weiter geht's. This is a fire shard. If I consume it, I'll gain maximum rate. Wir haben Gemologie, Consumables, Star Fire Shard. Fire Shards. Von Sternen sind verteilt über die Dächer von vielen Höhlen, um sie zu erleuchten und aufzuwärmen. Solche wunderschönen Anordnungen von orangenen Punkten ist eine Erinnerung an die Zeit, wenn ein neuer Stern geboren wurde und eine Höhle mit seiner Explosion geformt hat. Durch den rapiden Wachstum einer Supernova erhitzt sich ihre Kruste und sie explodieren. Treffen alles um sich herum mit schmalen Fragmenten. Durch Erdbeben, hervorgerufen durch den Wachstum umliegender Sterne, fallen manche Splitter herunter von den Decken alter Höhlen. Ah ja. So, das heißt, wenn ich das einfach annehme, bin ich sofort in Feuerform, kann in die Steinform wechseln und kann hier alles töten. So. Brüll mal irgendeine Richtung. Oh. Ich hätte vielleicht in Feuerform bleiben sollen, gerade eben. Und einfach alles ordentlich wegnatzen. Weil ich glaube, in der Feuerform nehme ich zwar mehr Schaden als in der Steinform, aber erstens regeneriere ich schneller. Das war jetzt nicht gut. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt und meinen Rundumschlag deaktiviert. Ich sollte vielleicht erst reinrennen. So, dann Pause, in die Richtung brüllen. Und jetzt Rundumschlag aktivieren. So. Jetzt wieder Pause. In die Richtung brüllen. Und nochmal den Rundumschlag aktivieren. Und sie sind alle tot. Okay. These creatures act like a team. They will sacrifice their life to protect others. Das hatten wir ja schon. Oh, da drunter ist Energie versteckt. Die sammeln wir gleich mal ein, auch wenn es nur 20 sind, aber der Suit ist schon wieder ziemlich angeknackst. Wir haben ja schon mal den Defibrillator verloren dadurch. Aber anders sind wir hier halt nicht durchgekommen. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man immer den Suit retten könnte. Und damit musste sich unser Smashfist wohl zurückziehen. Roots and Locusts. Vergesst die Studenten. Der wichtigste Teil eurer Ausrüstung ist eure Laterne. Es ist der nützlichste Gegenstand. Es benötigt keine Energie. Es ist einfach nur ein Fragment von fluoreszierendem Kristall, das euer Leben retten kann. Wenn du umzingelt bist von fallenden Steinen oder dein Vehikel
in einem interstellaren Ödland feststeckt, ist das Erste, was du hören wirst, das kratzende Geräusch von Plündererfüßen. Erinnert meine Worte. Einfüßiger Unterweiser in einem Überlebe in extremen Bedingungen Kurs. Ja, sowas können nur Zwerge haben. Ah, Dwarfenstances, okay. Ah, Kamikaze, Subsysteme, Runensteine. Gut. Second, change of plans. I had to take a shortcut and got inside a huge root. Okay. Hurry up. I'm still trying to figure out what created the anomaly and the field strong enough to stall our ship. I'm trying to get out of here. Over and out. Ja, jetzt brauchen wir unsere Taschenlampe und wir haben einen neuen Bestiariumseintrag bei der Queen. Sludge Queen Behavior. Diese Kreatur beschützt furchtlos ihre Kokons. Lokale Anthropoden repräsentieren eine große Familie von verschiedenen Kasten. Diese Kreatur erscheint jedes Mal, wenn ihre Population in Gefahr ist. Wahrscheinlich ist es ihre Königin. Es ist zu groß und stark, um es alleine zu bekämpfen. Du musst unentdeckt durch das Gebiet der Königin kommen. Okay. Wow, hat mich das jetzt erschreckt. Ernsthaft. Okay, die Blauen sind zum. Oh. So viel. Ach so, stimmt, die Blauen waren ja die. Oh, das ist jetzt nicht so gut, dass da so viele kommen. Okay, ich kann gleich schon mal wieder laden. Ja, das Spiel, es wurde mir gewarnt, dass das Spiel schwierig ist. Au. Next time, I'd better wait until the beast hides. Stimmt, da kann ich nicht einfach so vorbeigehen. Okay, ich mache noch mal einen Quick Save gleich. Ich weiß halt nicht, soll ich in die Richtung gehen? Da ist ein Firestone. Wow. Und ich wurde gesehen. Au. So. Okay, wieder ein Teil meiner Rüstung ist kaputt gegangen. Da hinten wäre Energie. Hier ist ein Fall. Und das Vieh taucht schon wieder hier auf. Okay, diese Höhlen sind definitiv eins unübersichtlich. Und ich muss aufpassen, dass. So, wie viel Energie habe ich jetzt? 40.
So, ich muss nämlich die Flashlight am Laufen halten, sonst habe ich ein Problem. Ah, ich habe ja einen Punkt übrig, den kann ich mal verwenden, um wenigstens das Subsystem wieder hoch zu reparieren. Oh, da ist sogar noch ein. Nur von dem da will ich jetzt gerade nicht entdeckt werden. Hier ist zwar ein Heilkristall und es sind lila eigentlich. Also eher Spucker. So. So, mach den mal kaputt. Das ist kacke, wenn der vor mir wegläuft. Und die Spucker sind vor allem schlimm. Sie machen meinen Anzug zu schnell kaputt. Ich habe nämlich jetzt schon wieder einen Punkt verloren. Dadurch, dass ich bespuckt wurde. Jo. Da hinten werden nochmal Spucker. Ey, mir geht das Riesenvieh gerade so auf die Nerven. Durch die blauen Eier will ich gerade nicht durch. Hier wird es auch gleich wieder rausschießen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach reindashen sollte. Next time, I'd better wait until the beast hides. Weil da ist sehr viel blau. Hallo, ich will abbrechen. Also. Da ist sehr, sehr viel blau. Da wäre aber halt eine Upgrade-Zelle für mich. Steinform. Alles kloppen. Au. Hört mit dem Kamikaze-Scheiß auf. Und da kommen noch mehr. Und ich bin wahrscheinlich tot, weil mich der jetzt erwischt. Genau. Ich weiß nicht, ist es das Level-Up-Ding da hinten wirklich wert? Ich habe aber... Au. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine große Lust, nochmal außen rum zu gehen. Ah, jemine, jemine. So, geh mal in Steinform. So. Okay. Au. Next time, I'd better wait until the beast hides. So, stürm mal jetzt da durch. Benutz den Heilkristall. Und repariert. Geh doch einfach weg. Da hinten wäre halt noch so eine Brennsphäre und Energie. Jetzt halt immer die Frage, ob es das wert ist. Ich weiß halt auch nicht, wo der richtige Weg ist nachher.
So, komme ich einfach durch, ohne dass er mich trifft. Au. Next time, I'd better wait until the beast hides. Ach, da ist der Ausgang. Jawohl. Saka, I got stuck. Activate one of the rescue beacons. I'll try to get you out. Heilige Scheiße. Ah, wir sind wieder. In the forest. Overboard, my old and trusted friend, is a... Overboard, was das jetzt gerade heißen soll. Mein alter und vertrauter Freund ist eine sehr starke Waffe gegen einzelne Ziele. Aber zu langsam gegen eine Gruppe von Feinden. Diese Kreaturen tragen keine Rüstung, aber sie sind schnell und geschickt darin, ihre Speere zu werfen. Es ist gut, dass wir in einem Stalagmitenwald kämpfen. So kann ich mich von Deckung zu Deckung bewegen und stehe nicht in der freien Sicht des Gegners. Ein kluger Plan wäre nützlich. Jo. Looks like I'll have to cross the anomaly zone. I can't move in such a strong gravitation field without a pulse cannon module. I gotta find it among the wreckage of my capsule. Ja, eine Pulscannon, die braucht er auf jeden Fall. Das ist dann nämlich neue Fähigkeit für den Forcer. Aber ja. Abschluss Logbucheintrag Nummer 6, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam steckt in großen Schwierigkeiten. Ein Teammitglied ist in eine Sackgasse gedrängt worden und muss sich gegen eine schiere Überzahl an Feinden erwehren. Der aktuelle Anführer des Außenteams versucht zu ihm durchzudringen und ihn aus seiner Misere zu befreien. Hoffen wir, dass er rechtzeitig ankommt. Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Ende.